Also es war ein normaler Nationalfeiertag. Kommen Sie zur Sache. Gunnar? Gunnar! Der verdrehte sich die Hufe. Wenn das Tier eindeutig leidet, muss ein Ableben eingeleitet werden. Scheiße. Sie haben das Pferd erschossen. Dann leite ich das Ableben mal ein. Hier, nimm mal. Da Sie für uns eine wandelnde PR-Katastrophe sind, können Sie unmöglich bei uns bleiben. Und da Sie außerdem über die Ausländerquote zu uns gekommen sind. Ja, wie auch immer. Was ist der Helfjord? Das liegt verdammt weit weg, ganz oben im Norden. Dort werden Sie dann als Dorfpolizist arbeiten. Nenn mich einfach Koba. Es tun alle, die mich nicht leiden können. Hier soll ich also die nächsten 3 Monate arbeiten. Nein. Wie du weißt, ist Helfjord ein sehr kleiner Ort. Das Durchschnittsalter liegt bei 67 Jahren. Und wir sind das einzige Dorf in Norwegen, in dem alle rauchen. Wir haben auch die höchste Rate an Lungenerkrankungen. Allerdings sehe ich da keinen Zusammenhang. Wir haben einen eigenen Arzt, Zahnarzt, Klempner, Briefträger, Mechaniker und Schornsteinfeger. Wir haben eine eigene Kneipe. Da kannst du nackte Frauen angucken, dich besaufen und prügeln. Oder einfach die Familie zu einem gemütlichen Sonntagsessen ausführen. Da du jetzt schon hier drin sitzt, kannst du dich auch noch darum kümmern.